Hanna, Malte, ich bin wieder da! Was ist los? Ist jemand gestorben? Wir müssen reden. Tommy, setz dich. Das wird eine schmutzige Geschichte. Hey, ihr Lieben. Es gibt Momente im Leben, die hauen euch einfach aus den Latschen. Was ist los? Lieber Tommy, es ist Wahnsinn, dass es immer sauber ist und man nicht putzen muss. Aber es ist Wahnsinn, dass es immer sauber ist. Dein Wahnsinn. Dein Putzwahnsinn. Wann hast du das letzte Mal etwas nur zum Spaß gemacht? Wie oft habe ich dich schon beim Schlafwandeln erwischt, als du mal das Bettpfosten geschrubbt hast? Du wachst auf, putzt deine Zähne und wenn du fertig bist, dann ist es spät genug, wieder ins Bett zu gehen. Du hast einen Seifenverbrauch wie eine Sportmannschaft nach dem Training. Du bist ein putziges Kerlchen, echt. Aber wer vom Putzmittelhersteller Weihnachtspost bekommt und Großkundenrabatte genießt, der hat echt ein Problem. Und dein Problem ist auch mein Problem. Ich habe Angst. Okay, jetzt ich. Tommy, ich find's kacke, wenn du meine Controller putzt, wenn ich zocke. Hör auf, danke. Im Ernst? Ich putze zu viel? Nein. Doch, tust du. Und es nervt. Das, was Malte damit sagen möchte, ist, dass es nervt. Wir machen uns Sorgen, dass dein Putzfimmel zur Sucht werden könnte. Geworden ist. Und wir möchten dir gerne dabei helfen, diese Sucht zu überwinden. Das ist sehr süß von euch, aber ich habe kein Problem mit dem Putzen. Ich habe ein Problem mit Dreck. Ich bin noch nicht zwangsgestört. Du hast also kein Putzproblem und bist nicht süchtig. Nein. Aber du erinnerst dich an gestern. Tommy, du musst die Toilette sauber machen. Warum? Irgendwas ätzt meine Oberschenkel weg. Ich habe übel Ausschlag bekommen. Du hast wahrscheinlich nur zu lange auf dem Klo gesessen und deine Beine sind eingeschlafen. Nee, Tommy, ich habe mit dir schon mal Scharade gespielt. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn Beine einschlafen. Und das hier ist Ausschlag. Oh, stell dich nicht so an. Das geht sicherlich wieder vorbei. Außerdem habe ich das Klo erst gerade geputzt. Schön mit Stahlwolle poliert und dann Rohrreiniger einwirken lassen. Leute, wieso riecht es hier so nach Tankstelle? Malte, hast du wieder gekocht? Nee, aber es fühlt sich gerade an, als würde ich auf dem Herd sitzen. Ich frage nicht. Ich habe Ausschlag von der Klobrille bekommen. Hast du sie wieder mit Rohrreiniger einmassiert? Tommy, und wieso riecht es hier so nach Tankstelle? So, ich habe unser Besteck in ein Benzinbad gelegt, damit es desinfiziert wird. Malte, möchtest du das Geheimnis meiner unversehrten Beine erfahren? Ich bitte drum. Nicht hinsetzen. Junge, sitzen ist meine allerliebste Lieblingsbeschäftigung. Tu uns den Gefallen und putz bitte nur noch mit unserer Erlaubnis. Dankeschön. Over and out. Das ist doch Blödsinn. Ich putze wie jeder andere auch. Junge, schau dich doch hier in der Wohnung um. Es schmeckt sogar alles nach Krankenhaus und ich sehe dich nie was anderes tun, außer putzen. Das ist doch meine Taktik. Ich putze immer, damit man nicht putzen muss, weil wenn man immer putzt, ist es ja schon sauber. Aber das ist doch das Problem, du Lackaffe. Machst du einfach wie ich. Was du nicht siehst, das juckt dich nicht. Ja, das erklärt auf jeden Fall diese Frisur. Du bist ganz schön frech für dein Gesicht. Könnt ihr mal bitte aufhören? Wir sind doch hier, um Tommy zu helfen. Tommy, wir möchten, dass du einen kalten Entzug machst. Ab jetzt hörst du auf zu putzen. Ein Entzug? Aber ich bin doch clean. Ich möchte halt nur nicht am Ende in einer Messibude wohnen. Das wirst du auch nicht. Malte und ich werden putzen und aufräumen. Wenn wir was sehen, räumen wir es weg. Ihr beide. Ihr wisst doch nicht mal, wie man sauber schreibt. Ich bin ein Sauberer. Du bist ein Saubär. Okay, wenn irgendwas schmutzig ist, dann sauber ich es weg. Exputziamus! Okay, ein Fleckenzwerg und ein Schmutzfink. Das will ich sehen. Fang an. Nein, hier ist es ja auch noch sauber. Ich geh zocken. Okay, ich gehe Stahlwolle kaufen. Warum? Willst du jetzt Ritterrost einen Stahlschal stricken? Nee, also einen Stahlschwamm braucht man halt schon, um sauber zu machen. Ich wollte die eigentlich anzünden und ein Foto machen, aber auch okay. Tommy, bitte. Mach irgendwas Schönes. Nur für dich. Aber putz nicht. Mach ich. Ich werde Sachen machen. Ich werde ein Bild angucken und dann was Schönes machen. Super. Willst du nicht die Jacke ausziehen? Oh, ja, ja. Und dann mache ich was Schönes. Ihr kennt das. Ihr kommt nach Hause und dürft nicht mehr putzen. Ich wurde auf Putzentzug gesetzt. Ja, das ist vollkommen okay für mich. Ist völlig fein. Ich muss nicht putzen. Das ist ein super entspannter Putzentzugstag Nummer 1. Tag 7 des Putzentzugs. Ich habe noch nicht geputzt. Kein bisschen. Hanna und Malte auch nicht. Ist doch super schön in so einer WG, wenn Pizzakartons vom Vortag rumstehen. Oh, I love it. Ich könnte ewig so weitermachen. Möchte ich nicht, aber könnte ich. Wie kannst du hier sitzen? Naja, niemand hat die Stühle mit ätzendem Kram bestrichen. Das geht ganz gut. Haha, ich meine mit den ganzen Kartons und so. Oh, die beißen alle nicht. Stört dich das nicht? Das habe ich mir doch gesagt. Lass dir einfach deine gute Laune nicht verderben. Du hast gesagt, wenn du etwas siehst, räumst du es weg. Worte sind Staub und Rauch, Tommy. Was fühlst du denn, wenn du das alles siehst? Ekelhaft. Meine Haut fängt an zu jucken und ich fühle mich richtig ekelhaft. Probier die. Stört dich jetzt das Chaos noch? Da sind Fettflecken drauf. Du weißt einfach nicht, wie das Ding funktioniert, Mann. Na, wie geht's euch, Jungs? Ja, ich würde mich gerne hier hinsetzen, aber leider ist hier kein Platz. Okay.
Okay, dann sauber ich mal ein bisschen rum. Das ist sehr lieb von dir. Danke, Hanna. Kein Problem. Besser. Wenn ich mich jetzt hinsetzen möchte, kommen meine Füße dagegen und dann kann ich da nicht sitzen. Wenn es doch nur einen Ort geben würde, wo man das ganze Zeug hinräumen könnte, wo es nicht stört. Ach, alles klar. Aufräumen ist echt easy, oder? Was ist jetzt? Möchtest du es vielleicht nicht komplett wegräumen? Ist doch weg. Ist das... Da habe ich die gelassen. Tommy, ist alles okay? Ich... Brauchst du ein Glas Wasser? Ich glaube nicht, dass wir sauberes Wasser im Haus haben. Das Problem ist eher die sauberen Gläser, aber egal. Tommy, atmen. Was ist mit ihm? Tommy, geht's nicht so gut. Ach, hallo, Supi. Das klingt genauso wie damals, als Tommy 3 Wochen lang eine Banane in seiner Tasche vergessen hat. Ich muss los. Ich habe noch einen Termin. Und das klingt genauso wie damals, als ich die Banane dann gegessen habe. Alter, was soll das? Wir müssen Ordnung schaffen. Tommy stößt an seine Grenzen. Okay, das ist der Sinn eines Entzugs. Der Sinn ist Besserung, nicht Leid. Leid ist der Weg zur Besserung. Ach so, deswegen lässt du dich immer so von mir wegputzen beim Zocken. Oh Mann, was soll das denn jetzt hier? Ist das ein Zwergenaufstand? Jetzt räumen wir nicht rum, Malte, okay? Wir räumen auf, sonst kriegt Tommy einen Herzinfarkt. Ja, Mama. Danke. Du machst den Wohnzimmer sauber, ich gehe zu Tommy, checken, ob es ihm gut geht. Tag 7, Video 2. Ich gestehe, weil ich drinnen nicht putzen durfte, habe ich ein bisschen den Hausflur auf Vordermann gebracht. Mittlerweile fühle ich mich hier draußen auch viel wohler als da drin. Alles okay, Tommy? Ja, alles gut. Ich musste nur mal eine Weile raus. Du, ich habe mit Malte geredet. Genug gegammelt. Du, Malte, oder die Banane? Wir alle. Ach, komm, das glaubst du aber selber nicht, dass Malte anfängt zu putzen. Da kennst du ihn aber schlecht. Er ist schon dabei. Guck's dir an. Malte! Was? Du hast gesagt, du fängst schon mal an. Ich hab abgeräumt. Er redet vom Zocken, oder? Ich hab den Wohnzimmertisch abgeräumt. Wieso werde ich jetzt trotzdem angekackt? Du hast abgeräumt. Und wo sind die Sachen hin? Ich glaube, ich gehe wieder. Nein, nein, du bleibst schön hier. Das heißt, ich jetzt aufs Sofa. Ich mach das. Und du Dreckskerl, kümmerst dich um Tommy. Okay. Was willst du machen? Charade spielen? Wo ist unser Staubsauger? Welcher? Wir haben mehrere. Für die erste Runde nimmst du am allerbesten den, der im Flur steht. Der kommt besser mit dem Grobkönigen klar. Junge, du hast Lappen, Wischmopp und Desinfektionsmittel gemacht. Mach mal irgendwas ohne Putzen. Ein Tier. Malte, das war doch ein Tier. Das war ein Putzerfisch. Okay. Waschbär. Richtig. Ich wasche gleich deinen Kopf. Tommy, unser Staubsauger ist kaputt. Da futtert gar kein Dreck mehr. Vielleicht ist der Beutel voll. Welcher Beutel? Da ist ein Beutel drin. Ja, was glaubst du, wo der ganze Dreck hinkommt? Ich dachte immer in den Staubsauger. Und dann bleibt er da drin? Nee. Der pustet ja Luft raus. Okay, der saugt den Dreck ein, um ihn dann nach hinten wieder rauszupusten, oder was? Wenn du es so sagst. Kannst du mir damit helfen? Jetzt noch den Papierkram. Den kann ich nämlich auch nicht mehr sehen. Okay, dann bring ich ihn weg. Ja, aber halt. Ein großer Papierstapel bringt uns nichts. Wir müssen das in einzelne Kategorien aufteilen. Also Kosten, Haushalt, Freizeit, Arbeit und Sonstiges. Und dann können wir das in die Ordner heften. Wir haben Ordner? Ja, was glaubst du, was wir mit den Kassenzetteln machen? Wir behalten unsere Kassenzettel? Du sortierst es einfach nur in die einzelnen Kategorien und ich mache den Rest später, wenn ich abgestaubt habe. Alter. Tommy, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das sortieren soll. Dann lass mich das ganz kurz machen. Ist ja kein Aufwand. Okay, was wird das, wenn es fertig ist? Ich zeig Hanna nur theoretisch, wie das geht. Hanna, du trittst ihn wieder in seine Sucht. Er ist rückfällig geworden. Jetzt übertreib mal nicht. Er macht nur... Er hat wieder über meinen Controller gewischt. Hanna, wenn du ihn hinter meinem Rücken putzen lässt, dann kommt er aus der Nummer nie wieder raus. In 3 Minuten riecht er wieder alles nach Benzin. Hanna, ich weiß, Tommy leidet, aber wir müssen jetzt stark sein und ihn im Dreck stecken lassen, damit er aus der Putzsucht rauskommt. Ich spinne ja wohl. Ich hatte keinen Rückfall und ich habe auch keine Putzsucht. Ich hasse Putzen sogar sehr. Ich will halt einfach nur nicht in einem Drecksloch wohnen. Und es ist auch nicht okay, es einfach auszusitzen, nur weil meine Toleranzgrenze so viel kleiner ist als eure.
Leute, WG heißt wir gemeinsam. Ja, dann müsst ihr mich auch respektieren. Ihr wollt kein benzingetränktes Besteck mehr? Ja, dann macht halt auch mal den Abwasch. Ihr wollt auf dem Klo sitzen können? Dann saut es nicht ständig ein. Und wenn ihr das nicht lassen könnt, Malte, dann macht es halt wenigstens danach sauber. Tut mir leid. Okay. Ich verspreche, dass ich aufhöre mit dem exzessiven Putzen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir irgendwie Arbeitsteilung machen. Wäre es vielleicht für euch okay, wenn wir einen Putzplan erstellen und so? Ja, klar. Ja. Alles klar. Die Aufgaben wechseln wöchentlich und ich fange mit dem Boden an. Finde ich fair. Und ich mache alles, wo der Krümel nicht drankommt. Und ich räume alle Sachen dahin zurück, wo sie hingehören. Aber man darf nur einmal die Woche putzen. Täglich ein bisschen ist auch voll okay. Aber nur ein bisschen. Das ist ja keine Matscheibe, das ist keine HD. Gern geschehen. Oh, Leute, ihr glaubt nicht, was ich gerade sehe. Das Video für nächste Woche. Oh, es wird gut. Halt! Stopp! Ihr denkt, ihr kennt eine Person richtig gut, aber dann seht ihr einfach Details, die das ganze Bild von ihr zerstören. Ich schwöre, ich habe das nur ein einziges Mal gemacht, Malte. Das waren über 100 Videos. Unsere WG wird nie wieder die gleiche sein. Oh, Donnerstag, 16 Uhr. Schaltet ein.